Was hast du uns noch zu sagen? Let me give you a nibble of advice. Don't even consider visiting Anorlondo. Not in your state. For a century they've tried and failed. The Night King Rendel, Black Iron Tarkus, and even Logan himself. You won't stand a chance, you'll be eaten alive. But go along if you wish. If... Okay, mehr hat uns nicht zu sagen. Nein. Okay. Jetzt kaufen wir erstmal was bei ihm. Nämlich, ich hätte gerne den Donnersteinplattenring von ihm. So ähnlich wie der Feuersteinplattenring, den wir vorher gefunden haben. Und er hat Rüstungen. Ja, die können wir mal kurz uns angucken. Typische Rüstung der Ritter von Katharina. Aufgrund ihrer Zielform wird sie außerhalb Katharinas zum Verdruss der stolzen Ritter oft verspottet. Doch die kunstvoll geschmiedete kurvige Form ist zum Parieren exzellent geeignet. Ja, das steht bei jedem Gegenstand dabei. Hier sind Stahl, ist die Stahlrüstung. Also das, was Balder-Ritter und was Benarike-Ritter und was der Händler hier trägt. Der Questfallen Merchant heißt der übrigens. Die Rüstung der als schwer bewaffnet und gut gepanzert bekannten Ritter von Benarike. Viele der als mächtigste der mächtigen geltenden Ritter von Benarike wurden zu Untoten und zogen nach Lordran. Doch ihre Reise war erfolglos, sie wurden zu Hüllen und somit zu einer Gefahr für alle Untoten. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Wir haben ja schon zwei Benarike-Ritter erlebt. Wir sind schon zwei Benarike-Rittern begegnet. Und die haben es in sich, die Jungs. Und das hier ist die Balder-Rüstung. Die kennen wir ja schon. Die von den Rittern des alten Königreichs Balder getragene, aus dicken Eisenplatten gefertigte Rüstung. Balder war die Heimat des Ritterkönigs Rendal, doch es ging zugrunde, als unzählige Untote auftauchten. Gut, mehr brauchen wir nicht. Ja, hat uns jetzt was Neues zu sagen, nachdem wir uns was bei ihm gekauft haben. Ja. Nein, er gibt uns immer noch den kleinen Ratschlag. Gut. Das heißt, Sturzkontrolle an. Und einfach mal darunter rollen. So, Dankeschön. Fürs Erste brauchen wir die Sturzkontrolle jetzt nicht mehr. Also wechsle ich wieder auf meinen Torolund-Talisman. Und zeige euch das letzte kleine Geheimnis, was es hier gibt. Nämlich, wenn man hier runter guckt, ist hier ein Balkon. Mit einem Leuchtfeuer drauf. Und da wollen wir runter. So. Leuchtfeuer entzünden. Einmal Menschlichkeit benutzen. So. Und am Leuchtfeuer rasten. Und die Aushöhlung umkehren. Gut. Wir sind wieder in menschlicher Gestalt. Und wir können unsere Rüstung hier verstärken. Erstmal würde ich gerne die bodenlose Kiste besuchen und Zeug in die Kiste packen. So. Wir haben noch eine Magierrüstung gefunden, genau. Die von den geheimen Zauberern von Würnheim. Ah ja, die hier ist von den wahren Zauberern von Würnheim und diese ist von den geheimen Zauberern von Würnheim. Die von den geheimen Zauberern der Winheimer Drachenschule getragenen Stiefel. Sie arbeiten insgeheim mit klangbasierten Zaubern und geben sich nie zu erkennen. Ja. So, die Rüstung brauchen wir auch nicht. Fares Hut brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Und die schmutzigen Sachen der Feuerhüterin auch nicht. Genauso wenig wie die östliche Rüstung. Aber wir haben viel, was wir noch gar nicht in die Kiste gepackt haben. Die Steingolem-Rüstung. So, das war's jetzt aber. Waffenmäßig. Astoras Schwert brauchen wir nicht. Bastards Schwert haben wir. Flamberger, Ritterschild, Schottel. Rickards Degen kann da rein. Der Blitzspeer, den brauchen wir auch nicht. Sense brauchen wir nicht. Faris Bogen, wir haben einen Langbogen. Den Elfenbeinbeschleuniger behalten wir.
Talisman. Brauchen wir nicht. Wappenschild. Drachenwappenschild. So. So, jetzt Rüstung verstärken. Erstmal alles auf plus 4 bringen. Und dann die Ritterrüstung. So, auf plus 6. Und das war's dann soweit für die Teile. Also höher als plus 6 will ich die Ritterrüstung gar nicht bringen, weil mir bringt's auch nicht wirklich. So, hier runter hüpfen, kommen wir wieder in den Bereich zurück. Und unser dicker Freund hier ist respawned, wie ich gesagt habe. Nur der Feuerbombenwerfer da oben respawnt nicht. Also können wir uns es gemütlich machen auf dem Weg. Aber der Benarike-Ritter respawnt. Und den Jungen töte ich einfach nochmal, weil ich es kann. So, gib uns Schildschlag. Wir geben dir eine volle Breitseite. So, jetzt schlägst du mit deinem Keule in den Boden. Und schlägst. Uah. Ja. Okay. Stirb einfach. Und gib uns keinen Loot dieses Mal. Er gibt uns nicht immer Loot. So. Hier wieder lang. Hier wieder entlang. So, und hier rein. Und hier können wir jetzt einen Käfig öffnen. Und mit dem können wir abkürzen. Nämlich einfach wieder zurück nach unten fahren. Und dabei hoffentlich nicht sterben. Weil wir direkt vor diesem Schlangentypi ankommen. Au. Okay, er hat es geschafft, uns zu hauen, während wir im Käfig waren. Jetzt fällt er einfach runter. Platsch. Gut. Wieder nach oben. Und weiter hoch. Und da wir den Feuerschmeißer losgeworden sind, können wir auch ganz gemütlich uns hier auf den Weg machen. Der Armbrustschütze trifft uns nämlich eh nicht. Oh, übrigens, da hinten haben wir gerade den Boss gesehen von Sens Festung. So, erstmal weg mit dir. Eine kleine Scherbe. So, einmal Heilung. Und jetzt holen wir uns Verstärkung für den Boss. Den da hinten. Sieht unheimlich aus, der Typ. Mit seiner riesigen Axt. Und er sieht auch ein bisschen aus wie ein Benarike-Ritter, muss ich ehrlich zugeben. So. Hier drin ist nichts weiter außer ein Rufsymbol. Nämlich vom Eisentakus. Von dem haben wir ja gerade von dem Händler erfahren. Phantom wird gerufen. Hallo Eisentakus. Komm mit. Du wirst mir jetzt helfen, einen Boss zu erledigen. So, der Eisentakus kommt. Und dann geht es ab in den Bossfight, würde ich sagen. So. Durch und auf zum Eisengolem. Der erst einmal irgendwas schleudert und jetzt dann gleich uns in dem im Nahkampf begegnen wird. So. Immer schön auf seine Kniekehlen schlagen. Wow. Au. Oder uns einfach mal durch die Luft schleudern lassen.
trinken. Und er packt gerne Tarkus und schleudert ihn durch die Gegend. Ja, aber er konzentriert sich zurück die meiste Zeit auf Tarkus. So. Und wir haben ihn schon mal ins Taumeln gebracht. Ja, jetzt ist er hingefallen und total wehrlos. Das heißt, Tarkus und ich können auf ihn einschlagen, wie wir lustig sind. Und er ist tot. Ja, Eisenbohle im Kernstück. Menschlichkeit. 40.000 Seelen. Und ein Kreis. Weil, wie man sehen kann, das Tor ist zugemauert oder zugeschüttet worden. Ja, kurz die Seele angucken. Übrigens, ich habe es sogar mal geschafft, den Eisenkohle mit 50% Lebenspunkte zu one-hitten. Ja, und zwar, als er da so umgefallen ist, wie gerade eben, ist er die Kante hier runtergefallen. Hier runter. Und war hier. Das hätte ich gerne damals aufgenommen, weil es mir sonst wahrscheinlich keiner glaubt. Aber hatte ich leider nicht. So, wir haben das Eisengolem im Kernstück, die dritte große Seele. Habe ich die Seele überhaupt schon mal vorgelesen? Ich lese sie mal vor. Die Seele des Mythischen, den Finsterwurzgarten durchflatterten Mondlichtschmetterlings. Besondere Wesen besitzen besondere Seele. Die Schmetterlingsseele ist eine Schöpfung selbst des Schuppenlosen. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen. Seele der Hexentochter Quilak. Die Seele von Quilak, einer einstmaligen Tochter der Hexe von Aesalith, die mittlerweile jedoch ein Chaosdämon ist. Quilaks Seele weist sämtliche Aspekte des Chaos auf. Ja. Die Seele, die dem Eisengolem, dem Hüter von Sens Festung und vielfachem Heldentöter von Arno Londo als Kernstück dient, klingt böse. Ursprünglich ein Knochen eines immerwährenden Drachens. Also ja, ein Stückchen Drache. Gut. Ring aus Licht untersuchen. Und Zwischensequenz. Ja genau, wir wollen da hoch. Aber auf den ersten Blick scheinen uns die nicht lassen zu wollen. Aber auf den zweiten Blick sind sie unser Taxi. Die drei Jungs da. Und willkommen in Anno Londo. Ich finde diesen Anblick immer wieder wow. Also mit Anno Londo haben sie sich im Gebiet selbst übertroffen, finde ich. Schön groß und von der Sonne beleuchtet und alles. Auch wenn es ziemlich wolkig ist in Lordwyn. Aber wir sind ganz oben angekommen. Am höchsten Punkt von Lordwyn. Also der Stadt Lordwyn. Und hier warten neue Kumpels auf uns. Sentinels. Die sind auf dem ersten Blick hin friedlich. Also wir können einfach an ihm vorbeigehen, aber wenn wir ihm zu nahe kommen, wird er aggro. So. Und wir können ihn einfach weghauen. Gut. Hier warten gleich zwei von der Sorte auf uns. Und mit zwei gleichzeitig möchte ich mich nicht anlegen. Das war jetzt nicht das, was ich geplant hatte. Wo? Oh.
Und ja, wenn man gegen sein großes Schild schlägt, dann passiert einfach gar nichts. Wow. So, mach deinen Schildschlag in den Boden. Das finde ich gut. Wow, wir haben keine Stamina mehr, das ist weniger schön.